verbiete dir von heute an. Ja, schon gut, noch ein Verbot. Mach nur so weiter. Wir leben uns noch mehr auseinander. Du. Ohrfeigen und Verbote. Was anderes fällt dir nicht mehr ein. Wenn du nicht wie ein Flegel behandelt werden willst, dann benimm dich nicht wie ein Flegel. Wenn Mutter das wüsste, dass... Ihr Junge. Da kommt er. Ich bin gespannt auf die Zeit. Da fährst du ja viel schneller und hast keinen Rennwagen. Schafft ein alter Milchwagen auch. Ach Kind, das war die erste Probefahrt. Mensch, Jochen, gib's doch auf. Bring den Schlitten auf den Schrott. Das war gut. Also Talent haben Sie, das steht fest. Aber ich muss sagen, sehr gut gefahren. Wenn Sie haben Zeit, Sie werden bitte sich melden bei mir. Antonio Scarletti, Rennleiter, Zagonda. Scarletti? Mensch, der berühmte Scarletti. Für Sie nur noch diese Saison Ersatzfahrer. Morgen Vertrag, ich fahre erst Mittag. Geduld. Renk ist ein ausgezeichneter Fahrer. Dass er jetzt im Training nicht so gut liegt, naja, er sitzt halt zum ersten Mal im Formel 1, soll seinen ersten Grand Prix fahren. Sie wissen, was das für den Jungen bedeutet. Der geht jetzt durch die Hölle. Ach, übrigens, Mutter. Na? Anfang nächsten Monats, ich glaube... Um 7 rum ist es. Da sehen wir uns mal so ein Rennen an, was? Also fassen wir zusammen. Wenn ihr am nächsten Sonntag nicht mehr, nicht viel, viel mehr zeigt, dann ist, ja, dann ist Zagonda im Eimer, Kapito? Noch 5 Sekunden. 4. 3. 2.